Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Omsi 2. Heute auf der Karte Berlin Heiligensee. Wir fahren nach langem mal wieder VDL. Fahren die Linie N22 vom Altheiligensee nach Tegelort. Welche in echt von Tegelort eigentlich noch gewisse Reitgebars weiterfährt. Also hier lang, aber das gibt es hier leider nicht. Aber damit muss man leben. Wir machen schon mal den Motor an. So. Nee. So. Linie 022 greifen. Ja, da. Gucken, ob das passt. So. Fahren Sie bis zur Altheiligensee. Super. Abfahrt ist um 45. Das heißt, wir machen mal auf 44. Und so viele Sekunden. So. Unter meinem letzten Video auf Heiligensee, was jetzt bestimmt schon wieder ein paar Monate her ist, ein bisschen heizen hier? Ja, da haben sie recht. Geht das? Nee, wa? Irgendwie nicht. Ah, doch. Ah. Wurde ich so gesehen, hat man mir geschrieben, so, so, wieso fährst du mit Helga und so. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schlicht und weg einfach keinen Jaka-Ansagen. Jetzt habe ich ein Upgrade gemacht. Jetzt ist Jacke dabei. Das sind die neuesten Ansagen. Wir fahren auch gerade ein Datum, wo die Ansagen alle dabei sind. Und ja, das heißt, hoffentlich kann jetzt keiner meckern, außer es gibt Leute, die mich jetzt fragen, wieso keine Helga. Man kann es jemandem allen recht machen, deswegen fahren wir jetzt mal los. Ja, die Gegend hier ist ganz okay nachempfunden. Oh, Licht auch anmachen. Ich stock das hier so gut, ja. Dorfauer Heiligensee. Na? Eigentlich ist das hier alles ein bisschen auch noch enger und ja, noch mehr Dorffeeling kommt hier hoch. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Boah, bleib stehen. So, wir haben jetzt hier auch so eine komische Scheibe, die ist zwar nicht wie in echt, glaube ich, aber immerhin eine Scheibe. Wenn ich dran denke, packe ich auch nochmal in die Videobeschreibung. Falls sie sich jemand holen will. Ganz einfach einbauen, einfach hinten die Bam reinkopieren, fertig. Ja. Ich glaube in echt, also in Standard, am Standard VDL ist hier das nicht grün, sondern weiß. In echt aber grün, deswegen hatte ich das mal umgefärbt gehabt. Ja. Also ich habe das mal beobachtet, als man hier vorne saß. Dass das da alles vorne grün ist und ich glaube standardmäßig ist es hier in Omsi leider weiß. Aber vielleicht unterscheidet sich das auch in EN15 und 18. Ja. N22 sind wir schon mal gefahren, sogar mit VDL, damals noch mit dem Prototyp. Ja, aber ich habe das Video gemacht. Sehr dunkel hier. Nee, eben nicht. Ich habe das Video mal runtergenommen, weil das ist jetzt sozusagen Neuauflage und ja, war ich eh nicht so. Fand ich eh jetzt nicht so toll. Auch wenn es nur Gameplay war und so, ja. Wie sie noch haben und ich wollte N22 fahren, ich wollte eigentlich lieber in diese Richtung fahren. Und dann mache ich lieber das neue Video. Strandbad Heiligensee.
stockt hier irgendwie so ein bisschen ganz merkwürdig. Aber ist schon okay. Linie ist auch nicht die längste, ne? Also jetzt hier zumindest. So. Wir fanden ja auch in letzter Zeit einige Haltestellen, Umbenennungen statt. Die Haltestelle Dorfaue, wo hier Fährstraße steht. Ach, jetzt sei doch mal leise, Alter. Wo hier Fährstraße steht, heißt heutzutage, also die heißt, hieß irgendwann Dorfaue. Und jetzt heißt die Dorfaue Heiligensee. Havelblick heißt Sandhauser Brücke. Und Gemeindefriedhof heißt Friedhof Heiligensee. Und Friedhof Heiligensee kommt jetzt auch. Hier fährt auch parallel der 324 in zwischen Altheiligensee und Falkenklapp, welcher von dem Subunternehmer Schröder Reisen bedient wird. Und da fährt eigentlich immer nur ein Bus pro Tag, wie ich beobachten konnte. Ja, mit Setra halt. Auf dem N22 fährt allerdings die BVG, beziehungsweise genauer gesagt BT anscheinend. Und da dürften VDL zum Einsatz kommen. Wie es auch hier ist. Vom Hof Müllerstraße. Na komm. Rallenweg. Und, das hier müsste jetzt auch das, ja, wird hoffentlich, wenn alles klappt, das erste Video sein mit dem neuen Kanaldesign. Ich habe da mal so ein bisschen was Neues entworfen, ein bisschen was neu ausprobiert, Farben geändert und so ein Kram, neue Schrift, ja, das Endergebnis, ja, kann man halt jetzt sehen, ne. Ich wollte ein bisschen mal lila haben, weil lila generell auch eigentlich eine schöne Farbe ist, finde ich. Wollte das Gelb aber nicht verwerfen, deswegen halt so. Die Thumbnails sollen jetzt auch anders aussehen. Habe ich immer ein Probe-Thumbnail gemacht. Das werde ich gleich sehen, wenn ich da hier eins mache. Wo ich gerade überlege, brauche ich noch ein paar Bilder. Aber ich glaube, ich habe schon ein paar gemacht. Ja, auch wenn die Farben mit bestimmt ein bisschen an GT oder so irgendwelche Lieferdienste erinnern. Ja. Ich bin halbwegs zufrieden eigentlich, ne? Ist auch was anderes und ich wollte generell mal ein bisschen neu, ein bisschen, ja, halber was anderes, ne? Nicht dieses Standard, einfach mal so ein neues Bild schaffen. Ja, könnt ihr ruhig Kommentar schreiben, jo, sieht scheiße aus, dessen deswegen, jo, sieht mega geil aus, dessen deswegen. Also wenn ihr es schön findet, dann müsst ihr natürlich jetzt nicht schreiben, warum. Also könnt ihr auch, ne? Aber wenn ihr sagt, yo, macht das besser, dann sagt doch was. Nicht irgendwie, sieht kacke aus. Dislike, de-Abo. Ja. Das zu dem Thema. Sitzen wir hier vor, weißt du was? Oder habe ich jetzt noch was zu sagen? Nee, eigentlich nicht. So, dann kommt mal hier rein. Die ist auch schon fast vorbei. Vielleicht fahre ich sogar noch mal zurück, aber da bin ich noch am Überlegen. Ja, eine 10-Minuten-Linie. Vielleicht fahre ich sogar zurück, muss ich schauen. Ah, nee, es ist der letzte Umlauf, ne? Na, dann wird's schwer. Mal schauen, vielleicht fällt mir am Ende noch was ein. Ich denke mal, ich fahre nicht zurück. Dann lasse ich es einfach so. Kleine schnucklige Linie hier. Straße. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier 50 oder 30 gelten. Ich meine gerade ein 50er-Schild gesehen zu haben, aber... Okay, die fahren hier 50, ja. Na gut, dann bei 50. So, ich hoffe mal nicht, dass hier gleich der Bug kommt, dass der VDA auf einmal nicht mehr die Altschirmbremse löst. Weil das kommt hin und wieder mal vor. Und dann... darf man den halt einfach neu spawnen. Das ist jetzt hier mein so gesehen dritter Versuch, ein Video zu machen. Das erste, eigentlich wollte ich anfangs Train Simulator
mit einem Odex, Twindex, Trindex auf so einem Pseudo RE8 machen. Da hat's dann aber auch nicht mehr so Lust drauf, weil die Aufnahme hat dann auch ultra geruckelt und so und sah halt auch einfach nicht schön aus. Dann habe ich probiert 481 zu fahren. Ich bin bis nach Schulzendorf gekommen. Falkenplatz. Wurde mir dann aber auch viel zu ruckelig und dann, nee. Habe ich abgebrochen und hab gesagt, ja, okay, komm, dann mach ganz simpel um sie. Fertig. Oh. So. Und jetzt sind wir hier. Vielleicht kommt TS irgendwann mal, aber erstmal wahrscheinlich nicht. So, in meiner ursprünglichen Version bin ich hier falsch gefahren, weil ich alles ein bisschen verwechselt habe. Ich bin irgendwie hier lang gefahren und hat die Ansage irgendwie sich umgeschaltet. Oder so. Und dann dachte ich halt, hier ist keine Haltestelle. Und dann bin ich irgendwie hier lang gefahren. Weil ich dachte, man muss dort hinten lang. Und dann hier rum so. Da hat jemand noch einen Kommentar geschrieben, Falkenplatz falsch angefahren, ne? Also jetzt nicht böse geschrieben, so, ne? Ja. Und jetzt dürfte es passen. So dürfte er angefahren werden vom M22. Der 324 fährt halt hier rum und dann macht er die Pause. Außer er fährt nach Scharfenberg, dann biegt er hier links ab und hält hier. So, und hier ergänzen wir uns zum 222 zwischen Altübers, bzw. Märkischer Zeile und Tegelort, der hier jetzt mitfährt. So. Ist ja echt ein schöner Abschnitt, ne? Also die Karte ist halt so, ja, ich glaube ganz okay. Also manchmal stimmen die Straßenbreiten und sowas nicht. Und die Bäume und man kann oft auch auf Backdrops schauen, das ist halt wirklich nicht so schön. Aber für Freeware und dafür, dass es ursprünglich eine OMSI 1 Karte war. Boah, was soll denn das hier, ne? Sieht eigentlich ganz nett aus. Kann man fahren, ne? Manchmal hier. Wenn die anderen Karten zu langweilig werden, dann fährt man halt das. Guten Tag. Licht ist an, mach deine Augen auf. Ja, die heulen hier immer rum, wenn man, selbst bei Teilzeitbeleuchtung, Sparbeleuchtung oder wie auch immer das heißt. Stromsparbeleuchtung, genau. Eigentlich wollen die ganze Zeit, dass man hier Vollbeleuchtung anhat, aber das nervt auch hier voll hier am Fahrerarbeitsplatz. Deswegen finde ich so schön, dann sollen sie halt rummeckern. Vielleicht nehme ich aber auch irgendwann mal die Audios raus. So, hier besonders im Winter kann man hier auf den Backdrop schauen. Macht doch gar nichts. Kann man hier auf den Backdrop schauen. Ist halt jetzt nicht so schön, ne? Also war halt der OMSI 1 Standard damals, ne? Hat sich aber Gott sei Dank verbessert, ne? Sowas wird immer weniger, glaube ich. Solche Abschnitte. So, wo bei Freeware. Wobei bei Payware kann man auch nicht wirklich sagen, ne? Da gibt's ja so ein paar Addons, wo, naja, die nicht so schön gestaltet sind. Also ich möchte keine Namen nennen, ne? Aber so Ruhegebiet. Nee, aber ja, sowas halt, ne? Und dann auch noch Geld zu verlangen für sowas. Ist halt einfach traurig. Ne? Aber was soll man machen, ne? So ist diese Szene irgendwie so ein bisschen. Am Ende muss man selber entscheiden, was man sich kauft. Und ja. Ne, solche Addons wie Wuppertal, Ruhrgebiet, Gladbeck, das noch Düsseldorf und so. Naja. Haben halt viele Linien. Aber ne, das ist halt eher so Quantität, ne, anstatt Qualität. Wenn du. Ach, jetzt können wir die Nachladezeit hier nutzen. Ne, wenn du Backdrops schauen kannst, wenn die Straßenbreiten nicht stimmen, die Spuren nicht stimmen, die Bäume nicht stimmen, wenn irgendwie ein Baum fehlt oder so an einem Straßenrand, okay, das kann man ja noch verzeihen. Wenn ein Haltestellenhäuschen fehlt, wenn ein Haus ganzes fehlt, wenn ein ganz anderes Schwanderhaus gewählt wird. Jörsstraße. Dann muss man halt selber gucken, ob das sich
ob der Preis sich dafür lohnt, ne? Für mich nicht. Ja. Man kann sich ja mal die Karbergbahn anschauen, das ist kostenlose Karte. Und da sieht man so ein bisschen und... Naja, so viel besser, also das jetzt natürlich für Freeware natürlich akzeptabel, sage ich mal. Wie sieht der Tarif drin? Im Fahrplan hängt hier bestimmt nicht auf, aber das weiß ich nicht. Aber, wenn man sich mal vorstellt, dass das auf eine große Karte gestreckt und dann auch noch für Geld und dann vielleicht ein bisschen besser. Naja, da kommen, weiß nicht, 30, 20 Euro, wie teuer auch immer, 40 Euro oder wie teuer diese Add-ons sind von dem Entwickler. Ist halt einfach, ja, da holt man sich doch lieber, keine Ahnung, was weiß ich, Bad Hügelsdorf oder so. Tegelort. Diese Fahrt endet hier. Aber muss jeder selber wissen, was er mit seinem Geld macht. This bus terminates here. Ob er sich jetzt Mallorca change, holt. Please. Oder... Das ist ein gutes Beispiel. Ich nehme jetzt Bad Hügelsdorf, ne? Also... Kann ich auch nicht so viel sagen, bin ich selten gefahren. Aber ist auf jeden Fall besser. ja, oder halt, keine Ahnung, X10 oder so. Ja. Gut, wir haben es geschafft, glaube ich. Genau, der Fahrplan ist jetzt zu Ende. Der Wagen würde jetzt wahrscheinlich entweder zurück zum Hof oder auf eine andere Linie wechseln. Ja, hier ist Tegelort, ne, in der U-Bahn. In der U-Bahn von Trains fährt die U55 hierher. Was natürlich allerdings in echt nicht so ist. Aber ja. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ne, wenn du bis hier geschaut hast, ne? Wenn es euch gefallen hat. Like, Abo, was auch immer, ne? Wenn ihr wollt, wenn ihr nicht wollt, dann halt nicht. Gut. Aber. Kommen wir hier mal weg. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Tschüss.